betriebsbedingte Störungen. Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger Fahrt. Grund dafür ist eine Beeinträchtigung durch Vandalismus. Grund dafür ist ein Unwetter. Grund dafür ist eine Umleitung. Grund dafür ist eine technische Störung an der Strecke. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Grund dafür sind Streikauswirkungen. Grund dafür ist eine technische Störung an einem anderen Zug. Grund dafür ist eine Signalstörung. Grund dafür ist eine polizeiliche Ermittlung. Grund dafür sind Personen im Gleis. Grund dafür ist eine Oberleitung gestorben. Grund dafür ist ein Feuerwehreinsatz auf dem Bahngelände. Grund dafür sind Verzögerungen im Betriebsablauf. Grund dafür ist eine verspätete Bereitstellung. Grund dafür sind Bauarbeiten. Grund dafür ist die ärztliche Versorgung eines Fahrgastes.